Ja, ich habe wieder ein Backerl gekriegt und wieder aus Österreich. Jetzt werdet ihr sagen, wieso habe ich eine neue Absauganlage da liegen, wenn ich doch erst eine neue Absauganlage gebaut habe. Die Absaugung ist übrigens diese FM300, die technischen Daten verlinke ich euch dann in der Videobeschreibung. Diese Absaugung, die ist von Spätl und der hat die aus privaten Gründen nicht mehr brauchen können. Also der hat es bestellt, hat es nie aufgestellt und hat nicht den Platz dafür jetzt. Oder? Und jetzt haben wir praktisch getauscht. Also meine ist ja wesentlich kompakter und die seine ist ja wesentlich größer, die saugt halt auch irgendwo mehr dann wahrscheinlich, weil es zwei Anschlüsse hat. Und das ist jetzt für mich auch nicht so schlecht und hat ja jeder praktisch ein bisschen profitiert und ja. Ja, jetzt ist alles ausgepackt und wie man sieht, das ist praktisch die eigentliche Absaugeinheit. Dahinter ist der Motor, das sieht man jetzt nicht mit dem Schlauch. Das Teil, das kommt dann da oben drauf. Das kommt dann da dran. Das, was ein bisschen verbesserungswürdig ist, das sind diese Teile, sieht man jetzt schlecht, aber da noch ein bisschen entgraten. Aber gut. Dann das ist der Bügel, wo der Motor drüben aufsitzt. Den habe ich jetzt noch nicht drunter gemacht. Befestigung für den Sack und für die Schlauch. Diverse Schrauben und Rollen. Dann die ganzen Teile, wo praktisch dann dieser Zyklon und der Stoffsack und der Sack, Spänesack da montiert wird. Die Firma ist in Österreich, aber das Teil selber, wie man diese Plakette Glauben schenken darf, kommt aus Frankreich. Gut, dann baue ich es einmal zusammen. Und schauen wir, wie es ausschaut, wenn es beieinander ist. Da drin sind auch noch jede Menge. So sieht man es da unten. Ich brauche jetzt einen Helmut! Teppichmesser. Da kommen wir besser rein. So, dann müsste es gewesen sein. So, jetzt ist beisammen, jetzt habe ich alle Schrauben noch nachgezogen und jetzt schaut man das erste Mal ein, seid live dabei. Schmeißen wir das Ding mal an.
Ja, die Höhe geht mir ein bisschen ab, aber das hilft mir jetzt nichts. Ist aber Pozzani-Wetter. Du warst doch reingekackt oben, du Sack da. Okay, da sind wir mal. Wahrscheinlich ist der irgendwie schief oder sowas. Ja, ist wurscht. Ein bisschen was ist noch überblieben. Das sind die Radl, die wo ich in der Uni mache, weil die wieder 7 oder 8 cm von der Höhe her mir wegnehmen. Und ich die mit dem Teil ja nicht durch die Gegend fahre. Dann die Schrauben dazu und die drei Schrauben, die drei Schrauben, die sind normalerweise da drin gewesen. Habe ich aber rausgemacht, weil sonst wäre das noch mehr höher gewesen. Das heißt, das praktisch der Sack da unten hat jetzt nicht die volle Kapazität, aber muss ich ab und zu mal öfters ausland. Das ist mir lieber, wie wenn ich oben für den Staubsack keinen Platz habe, weil da muss ja die Luft raus. Ja, und ich habe es jetzt gar nicht mal so viel laut empfunden, also ja. Und durch die zwei Absaugrohre da unten kann ich praktisch jetzt da zwei Sachen absaugen. Das heißt praktisch Kreissäge von unten und von oben. Hat jetzt ungefähr, ja, mit dem Filmen eine Stunde dauert zum Aufbauen. Also hat eigentlich alles funktioniert, Beschreibung war okay. Schreiber ist eigentlich nicht ganz zu viel dabei, also da dürft ihr nichts verschmeißen, wenn ihr das einmal macht. Ja, also Sound tut es gut. So, jetzt gleich wieder zusammen. Also, da hat man gesehen, wie das zweite, da unten sieht man es nicht, wie die zweite Öffnung aufgemacht habe, hat es da drin gleich viel mehr verwirbelt, weil viel mehr Luft reingekommt. Also saugt nicht bloß bei einem gut, sondern bestimmt auch dann bei zwei leer. Also, in dem Sinne, nimm's leicht und mach's dir leicht. Weil mit meinen Tipps wäre es leichter. Servus!